Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Let's Play World of Tanks mit dem Replay vom T-71, ein Panzer, den wir ja schon wirklich eine Zeit lang nicht mehr gesehen haben. Der Rasse ist Boss, hat das Ganze eingeschickt. Dafür ein dickes Dankeschön, mein Lieber. Ja, und jetzt schauen wir mal, was er damit so reißen kann. Er ist hier Low-Tier 7er, 8er und 9er am Start. Also von dem her muss er sich hier auch schon ordentlich durchboxen. Und jetzt fahrt er erstmal die 8er, 9er Linie hoch, um da was aufzuklären und vielleicht auch schon die ersten Schüsse von seinem Team hier mitzubekommen. Da hat er schon den ersten Gegner nah bei sich mit dem WZ-132. Konnte er dann mit Auto-Aim sofort 169 Damage machen. Er bleibt hier natürlich weiter am aktiven Aufklären, also er steht jetzt nicht in irgendeinem Busch, sondern immer in der Bewegung bleiben, immer schön durch die Gegend fahren und dann natürlich den einen oder anderen Gegner aufzuklären. Jetzt denken sie sich, ja gut, mit dem WZ, da kriege ich auf jeden Fall noch ein paar Hits raus und ja, der Panther, der darf auch noch mal ein bisschen was einstecken. Der Leo, der hätte fast auch noch eine bekommen, aber naja, nicht ganz. Er muss aber auch aufpassen, dass er hier nicht zu aggressiv spielt, weil klar, man will natürlich den Hit geben und will natürlich da einen rausbratzen, aber am Ende kackt die Ente und so eine Runde will man halt nicht nach 2 Minuten eventuell schon wieder hergeben. So, hier jetzt der Tiger 1, er hat noch 2 Granaten, aber der letzten, oh, keine hat er wirklich diesmal gesessen. Ein bisschen schlampig auch geschossen, aber klar, er wollte einfach die Hits rausbekommen. So, Tiger 1 jetzt schon direkt zerstört und wir sehen ja da auf der Minimap bei D9, was da an Gegner war und wie viel da los war. Also da muss er natürlich dementsprechend schon aufpassen, dass er nicht zu schnell, zu aktiv da reinfährt. Weil es geht halt echt ganz schnell. Und man sieht, da ist noch einiges. Auch da hinten noch der T28, der T30, die Arti. Also, da ist noch ordentlich was los. Aber er sammelt weiter ja auch Aufklärungspunkte. Schon bei 1456 da aktuell. Und er macht es sehr gut, sehr clever. Wie gesagt, er ist jetzt nicht zu aggressiv, weil einfach da noch so viel an Gegnern ist. Aber vielleicht traut er sich da jetzt den Leo mal anzugehen. Aber ja, da hinten der T28, der wartet auch noch auf seine Chance. Mittlerweile kristallisiert sich die Runde auch so ein bisschen
ja, zugunsten seines Teams heraus. 7:3 steht es nämlich jetzt schon. Also das läuft schon gut. Er ist schon bei 1861 Unterstützungsschaden. Wie gesagt, geht nicht zu aggressiv, aber immer schön vorne dabei. Also er macht es sehr, sehr gut. So, jetzt hier den Panther, den kann er auf jeden Fall rausnehmen. Und jetzt noch den Conqueror. Der hat noch nicht auf dem Zettel, dass er da von hinten behakt wird. Deswegen kann er da jetzt erstmal schön drauf gehen. Denn der Conqueror ist seines Zeichens wieder mit dem Team beschäftigt. Jetzt muss er weg. Der Black Prince, der hat das jetzt mitbekommen, denkt sich, jo, den T-71, den Nerfball, den mache ich jetzt mal. Aber gut gelöst. Nur einen Hit bekommen und gleich wieder weg. 10:3 steht schon. 2700 Spotting. 1700 auch schon selbst gemacht. Als Load hier ist es durchaus beachtenswert. So, jetzt hat er den auch mal hingestellt. Bekommt dafür auch noch ein bisschen Unterstützung. Aber jetzt hat er den sogar noch angezündet und macht ihn weg. Hat er jetzt, wie gesagt, hier gut mit der Schnittstelle gearbeitet. Schon 2651 Damage und 3155 unterstützt. Also der ist ja definitiv fleißig am Werke. So, und jetzt auch die Jungs und Mädels aufgeklärt und unterstützt. Deswegen 4021 Unterstützungsschaden und 2600 gemacht. Ich kann euch jetzt schon sagen, die Basiserfahrung am Ende dieser Runde 1860. So, jetzt natürlich klar hinter den HTC stellen und dann noch den Damage farmen. Und Finito della Musica. Eine feine Runde mit 3025 gemachten Damage, 4219 unterstützten Schaden und das in 6 Minuten 56. Ich glaube, das kann sich sehen lassen. Ja, das war's mit einem Panzer, den man auch nicht so häufig hier auf dem Kanal sieht. Deswegen hoffe ich, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Euer Eikaramba.